Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Gesundheitssystem in Deutschland liegt auf der Intensivstation. So wie es jetzt unterläuft, wo wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, aber auch eines der ineffektivsten. Das gut ausgebildete Personal läuft im Hamsterrad. Es bleibt keine Zeit für Patientengespräche. Der Eindruck, dass das Krankenhaus einfach eine Reparaturwerkstatt für kranke Menschen ist und Reparaturen am Fließband stattfinden. Es arbeiten mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen als je zuvor und trotzdem haben wir zu wenig Personal. Es gibt viele Defizite, Fehlanreize, Über- und Unterversorgung, überbordende Bürokratie und noch fehlende Digitalisierung. Es ist die Verantwortung von uns Bundespolitikerinnen und Politikern und Landespolitikerinnen und Politikern, dieses zu verändern. Und da sind wir jetzt dabei. Mit dieser Reform zerstören wir diese Unwuchten. Wir relativieren den Abrechnungsdruck der Krankenhäuser. Wir geben dem Personal, dem medizinischen Personal, Luft zum Atmen und zum Behandeln. Weg vom Arbeitsdruck am Fließband hin zu den Patientinnen und Patienten, hin zu qualitativ hochwertiger Versorgung. Wer jedoch populistisch unterwegs ist und behauptet, die vorgeschlagene Reform sei schlecht und unsere Strukturen müssten so erhalten bleiben, handelt unredlich und gefährlich für die Bevölkerung. Und ich möchte es nochmal deutlich sagen, dass der täuscht auch die Bevölkerung. Um unser Gesundheitssystem auf Vordermann zu bringen und vordringlich die Krankenhäuser fit für die kommenden Jahrzehnte zu machen, brauchen wir einen harmonischen Dreiklang. Wir brauchen erstens eine Reform der Krankenhausstrukturen, Reduktion der Krankenhausbetten. International gesehen haben wir sehr viele Krankenhausbetten und die Statistik zeigt, dass die Bevölkerung dies ebenfalls so sieht mit den entsprechenden Fehlbelegungen, die wir heute haben. Wir brauchen zweitens eine Entfesselung der Ambulantisierung. Viele Patienten müssen nicht zwingend im Krankenhaus behandelt werden. Obwohl wir nicht einfach kurzfristig mehr Personal schaffen können, müssen wir mehr Leistungen erlauben und diese auch entsprechend honorieren. Und drittens, wir brauchen eine verbesserte Patientensteuerung im Notfall. Menschen müssen im Notfall auch rasch in die spezialisierten Zentren gebracht werden. Alle diese drei Punkte gehen wir als Koalition jetzt mit dem GHVVG, GVSG und einer Notfallreform ein. Gestern hatte ich Gespräche über Reformen zur Krankenhausstrukturreform gehabt. Wir haben in Metaphern gesprochen. Das Gesundheitssystem wurde mit der Bahn verglichen. Und als es zur Krankenhausreform kam, meinte der Kollege Sorge, dass die Krankenhausreform lediglich eine Regionalbahn sei und zu langsam fahre. Da bin ich ehrlich gesagt ganz anderer Meinung. Wir sind eine moderne ICE, aber das Problem bleibt das Schienennetz, das die Länder bereitstellen. Denn die Länder sind für die Krankenhausplanung verantwortlich. Und hier müssen wir noch mutiger sein als der Gesundheitsminister in NRW, der Kollege Laumann. Denn ohne vernünftige Schienen kann die beste Lokomotive nicht fahren. Das heißt konkret, ohne Krankenhausplanung gibt es keine vernünftige Reform. Und die Reform bleibt Makulatur und das System geht zugrunde. Denn dieses... Herr Kollege Uhlmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sorge. Gerne. Ich verlängere Redezeit. Ja, das ist gut. Tino Sorge aus der Unionsfraktion fragt. Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt kann uns wieder jemand unterstellen, wir hätten das abgesprochen, aber ich wollte nur kurz richtigstellen. Der Kollege Uhlmann hat ja auf eine Veranstaltung gestern hingewiesen, wo es quasi in Metaphern auch um die Bahn ging und hat mich falsch zitiert. Also ich habe bei der Frage der Krankenhausreform im Kontext der Bahn gesagt, das erinnert mich ein bisschen daran, erstens, dass Vergleiche Bahn, Pünktlichkeit etc. immer ein bisschen suboptimal sind, auch aber in dem Fall stimmt es tatsächlich und ich habe gesagt, ich fühle mich da wie in der Regionalbahn. Da kommt dann immer der Zugbegleiter, der heißt häufig auch Karl, zumindest wenn ich nach Hause fahre, und sagt dann, Herr Sorge, es ist zwar jetzt heiß hier in der Bahn, die Klimaanlage funktioniert nicht, aber es wird besser. Wir denken drüber nach. Und dann sage ich ihm, ja, ist gut, aber gibt es denn auch einen Kaffee? Und dann sagt er, na, das Bistro hat gerade geschlossen, aber wir arbeiten dran, es wird besser. Und das war im Grunde der Kontext meiner Aussage. Da würde mich mal interessieren, lieber Herr Kollege Uhlmann, Sie haben ja Punkte angesprochen, die wir ja auch mit genannt haben. Insofern würde mich schon mal interessieren, auch Ihre Einschätzung, ob Sie davon ausgehen, dass in den Beratungen, es wird ja immer darauf hingewiesen, dass Sie mit den Ländern auch im Gespräch seien, die Anregungen, die die Länder ja unterbreitet haben, im Rahmen der Stellungnahme und auch im Rahmen des 16:0-Beschlusses, wie man die Krankenhausreform optimieren und besser machen könne. Ich habe vorhin auch 6 Punkte selbst aus Unionssicht gesagt. Ob Sie davon ausgehen, dass auch das BMG und die Ampel darauf eingehen wird oder machen Sie weiter wie bisher? Vielen Dank.
Also Herr Kollege Sorge, danke für die Frage und die kann ich relativ einfach auch beantworten. Auch die nicht nur die Statistik, sondern auch die Tatsachen, dass wir regelmäßig Bund-Länder-Konferenzen haben, auch darüber sprechen. Ich erinnere auch gerne noch daran, dass wir Eckpunktepapier gemeinsam verabschiedet haben, bis auf zwei Länder. Einmal war es ja Bayern, die sich ja dagegen gewandt hatte, und auch mal Schleswig-Holstein, wo eine Enthaltung stattgefunden hat. Diese Gespräche laufen regelmäßig. Wir hatten ja erst neulich vor einigen Wochen ein gemeinsames Gespräch gehabt, wie die Notwendigkeit dieser Krankenhausreform auch stattfinden muss. Und Sie können gewiss sein, und ich glaube, der Minister hat das ja auch gerade auch erwähnt, es werden auch Gespräche mit den Ländern weitergeführt. Sie sind, die existieren ja auch bereits. Und die Sorge und die Nöte, da wollte ich gleich auch in meiner Rede auch eingehen, nehmen wir auch ernst. Das werden wir nicht einfach so wegwischen, weil wir müssen ja gemeinsam diese Reform erreichen. Es ist wichtig, dass Bund und Länder zusammenarbeiten. Und das ist das Problem. Die Länder arbeiten noch nicht zusammen. Die sagen, gib uns mehr Geld und wir regeln das schon. Das ist die alte Politik der letzten 30 Jahre und das müssen wir verändern. Meine Damen und Herren, es darf auch nicht weiter zu Steigerungen der Zusatzbeiträge kommen, auf den Rücken der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und es muss mehr, weniger Qualität, es muss mehr auf Qualität gesetzt werden. Und deswegen brauchen wir auch die Länder. Wir nehmen übrigens auch die Ängste und Sorgen der Menschen ernst. Und deshalb gibt es noch viel zu tun. Der Gesetzentwurf in der jetzigen Form ist erst der Beginn einer wichtigen Reform. Es wird noch viele Gespräche innerhalb der Koalition und mit den Ländern geben, um dieses Gesetz noch weiter zu verbessern mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Wir brauchen eine bedarfsgerechte, flächendeckende Grundversorgung und eine gestaffelte, spezielle Versorgung. Die BG, Bundeswehr, Belegkrankenhäuser und Fachkliniken werden in dieser Reform ebenfalls berücksichtigt werden. Das wird immer gesagt, dass die außen vorstehen, das ist nicht der Fall. In Richtung Sachsen-Anhalt, die Sicherstellungszuschläge bleiben ja bestehen. In Richtung Schleswig-Holstein und Bayern, gut funktionierende Schlaganfallsversorgungssysteme werden nicht zerstört, sondern berücksichtigt werden. Denn, meine Damen und Herren, was bereits gut und bedarfsgerecht läuft, müssen wir erhalten. Die Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung inklusive der ambulanten Pflege muss verbessert werden. Die sektorengleiche Vergütung wäre hier unter anderem ein Lösungsansatz. Nur so haben wir die Chance, das Gesundheitssystem fair, modern und zeitgemäß zu gestalten. Das haben die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland auch verdient. Ich freue mich auf konstruktive Gespräche für eine verbesserte medizinische Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger. Dankeschön. Vielen Dank.